Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Metro 2033. Folge Lass mich lügen 19. Jo, gut. Wir waren hier stehen geblieben bei diesen hässlichen Monstern, kleinen Viechern. Nein, ich brauche Licht. Und bis jetzt habe ich es auch heil überstanden. Mal sehen, wie lange ich mich durchsetzen kann. Bin hier gerade auf der Suche nach Mon. Ich will erstmal auf die andere Seite hingehen. Weil vielleicht findet man hier auch irgendwas. Muss man überhaupt hier entlang? Okay, man kann beide Wege nehmen. Gut. Jawohl! Ein Schuss für die Kalaschnikow. Hier wieder diese spezielle Muni, diese Edelmuni da. 96 Stück. Jetzt insgesamt. Achtung, Essen ist fertig. Gut, ich denke mal, hier oben gibt es nichts zu sehen. Allgemein gibt es hier nichts mehr zu sehen. Gehen wir zurück. Lol. Der sieht nicht so aus, als ob der tot wäre. Nö, hier ist nix. Gehen wir die anderen Treppen. Oh, gehen wir die anderen Treppen hoch. Hier war Mun. Sonst gibt's hier gar nichts mehr. Ey! Davor. Oh! Geiler Scheiß. Gut. Jo. Was da? Wobei habe ich jetzt Nachrichten bekommen? Okay, okay. Jo, jetzt haben wir die gleiche Nachricht bekommen von zwei verschiedenen Kontakten. Das ist geil. Nix. Okay, sieht danach aus. Oh, da war ein so kleines Viech, das habe ich gerade im Augenwinkel gesehen. Das Gute an den Viechern ist, dass die jetzt diesmal mit One-Hit sterben. Denke ich mal. Das war jetzt mein Fail, da habe ich die Teile nicht getroffen. Jop, das sind eindeutig Pfeile. Gut zu wissen. Pfeile, die Mutanten töten. Nein.
Seht ihr, die sterben mit One-Hits. Dich habe ich gehört. Komm her, du. Hä? Da bist du. Habe ich das getroffen? Wow. Opfer. Oh, okay, der ist diesmal nicht mit One-Hit gestorben. Ihr könnt mich alle mal. Habe ich wieder den Timer nicht. 10 Minuten. Sorry, dass ich gerade beim Fressen gestört habe, musste aber sein. Menschenfleisch ist ungesund. Ich scheiß jetzt drauf, ich gehe jetzt einfach weiter. Ich hab Bock jetzt lange zu kämpfen und Munition zu verschwenden. Da gibt es einen. Oh, haben wir wieder so einen Mund gefunden, so Edelmund. Keine Ahnung, wie die. Ich höre Kinder, Kind. Oh. Ich machte mir Sorgen, dass die Messestation, meine Heimat, das Schicksal der Lochstation teilen würde. Aber mitten in diesem Albtraum traf ich einen jungen Überlebenden, der sehr tapfer und gesprächig war. Onkel, Onkel, komm schon, steh auf. Wir werden gefressen. Bitte, wach auf. Warum schläfst du noch? Lass uns zu Mama gehen. Du hast gesagt, du bringst mich zu Mama. Du hast es versprochen. Hau ab, lass mich in Ruhe. Mama hat gesagt, ich soll nicht mit Fremden sprechen. Bitte, Onkel, bist du verletzt? Sag etwas. Er wacht nicht auf. Ich glaube, er ist tot. Er ist tot, oder? Wie komme ich jetzt nach Hause? Du nimmst mich mit? Ich kenne dich gar nicht. Aber wenn nicht, werde ich wohl von den Monstern gefressen. Klar nehme ich dich mit. Du hast eine Waffe? Okay, dann sollte ich wohl mit dir gehen. Du kannst Monster erschießen, oder? Ich kann dich gleich erschießen. Okay. Mein Name ist Sascha. Du schießt und ich gebe dir Rückendeckung. Rückendeckung gibt man, wenn man... Ich hasse es, meinen Onkel hier zu lassen. Ich habe meinen Onkel besucht. Er wollte mich nach Hause bringen, als die Monster kamen. Sie sprangen ihn an. Er begann zu schießen, aber dann hat ihn ein großer Nosalis ins Genick gebissen. Aber Onkel ist wirklich stark. Er hat ihn mit dem Messer getötet. Du siehst nicht so stark aus wie Onkel. Ich werde dir helfen müssen, sonst werden wir beide gefressen. Ach, halt deine Klappe, Alter, sonst fresse ich dich gleich. Wieso ist meine Maus so schwul? Hey, wo ist das kleine Kind eigentlich? Wie ist meine Maus so schwul? Ich kann so nicht zocken. Natürlich nicht. Das ist viel zu schnell. Wieso ist meine Maus so schwul? Ja, hier im Haupt. Das meinte ich. Das ist schwul. So kann man doch nicht spielen. Das Kind hatte keine Gasmaske gekauft. Das heißt, ich brauche das auch nicht. Kurz mal Aufnahme pausieren. Ich schau mal nach, was sich mit diesem Fail hier auf sich hat. Ich mag das nicht. Jo, bis gleich. Jo, also, ich habe gerade mal Metro schnell neu gestartet. Und diese schwule Maus geht immer noch nicht weg.
Entweder habe ich schon die ganze Zeit so gespielt, oder ich bin und ich hab's, also entweder habe ich die ganze Zeit so gespielt und ich habe es nicht bemerkt, oder meine Maus ist, glaube ich, am Arsch. Geh rein. Nee, also so, das ist komplett schwul, Alter. Nee. So kann doch niemand zocken. Wenn ich wegen der Maus jetzt verliere, die ganze Zeit, ich raste aus. Wenn ich nicht schon genug ausgerastet bin. Nein? Nee, also, ich weiß nicht. Ich bin ausgerutscht und so. Jo. Könnten mich alle mal angreifen, werden die sowieso nicht. Sind das sind Schweine? Wow! Feuer im Loch. Töten sie 20 Monster. Ich denke mal, ich habe allgemein schon mehr als 20 Monster getötet. Also, wenn meine Webcam jetzt an wäre, würdet ihr sehen, wie ich gerade rot anlaufe. Nein, halt, da geht's ja zurück. Ich kann doch nicht mal rennen. Lass mich jetzt verarschen. Jo, das stimmt ja alles. Jo, stimmt doch. Umschalt, wieso kann ich nicht rennen? Da. Ich schwöre, so kann niemand zocken. So wie meine Maus gerade ist, kann niemand zocken. Da ist noch einer. Alter! Nee, kleiner Pisser, wer gibt jetzt wem Rückendeckung? Lieber nicht noch einmal reinfallen! Alter, wenn es nachher so beim COD spielen ist, dann startet gleich mein PC neu. Okay. Zu Ende der Folge ein kleines Schrei losgelassen. Somit bedanke ich mich und wir sehen uns in Part 20 wieder. Danke fürs Zuschauen und bis dann.